Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Darksiders 2. Alte Dinger am Start. In der letzten Folge haben wir die alte Tanne besiegt. Und der hat uns gesagt, hey, hier chillen noch ein paar Bosse rum, zwiebel die mal um. Und da haben wir uns gesagt, alles klar, machen wir Gas. You know what I'm talking about? Wir machen das so. Ja, und jetzt haben wir unseren ersten Boss haben wir schon besiegt, das war so ein Feuerdrache, so eine Feuer, nicht Drache, sondern, na, ihr wisst schon, Feuerding, Batman, Fledermaus, genau. Oh, Lila, Level 17, decent, aber ich will rot, die Sachen hochleveln, die ganze Scheiße, macht viel mehr Bock, dadurch werden die Sachen viel mächtiger. Naja, vielleicht kriegen wir noch 20 von diesen Pipi-Teilen zusammen, um zum alten Wulgrim zu gehen und ihm zu sagen, ja, Wulgrim, was geht, Alter? Mach mal einen guten Deal und so. Wenn er mir eine Waffe gibt, dann kotze ich, glaube ich. Beziehungsweise, wenn er mir eine Zweitwaffe gibt, ist geiler. Wenn er mir wieder das eine gibt, hier, Klingen, dann ist er, ja, ist, glaube ich, 80. What the fuck am I supposed to do here? Oh shit, ich glaube, da kommen wir nicht hin. Ich glaube, uns fehlt noch eine Fähigkeit. Oh shit. Ich glaube, wir können hier hoch. Ne, wir können nicht mehr da hoch. What the fuck? Okay, warte, wir machen es vielleicht anders. Ah ne, wobei. Falsch. Mann, wir machen es so. Boom. Das Ding ist, dieses Port... What the fuck? Dieses Portal da oben, dieses blaue, mit dem wissen wir noch nichts anzufangen. Was... pretty sucky ist. Was bringen diese davon? Das ist nicht das erste, das wir hier sehen. Deswegen... Aber keine Ahnung, anscheinend brauchen wir es hier erstmal nicht. Surprise, surprise. Unten ist die Tür zu. Oh. Da oben ist die Tür offen, aber da unten, wir kommen hier eh wieder hin. Naja, hier kommen wir hin, da wir diese Teile haben. Ah, oh, da hinten ist die Kiste. Shit. Oh ja, okay. Oh. Ah, ja. Okay, ich glaube, das ist die Schlüsselkiste, ne? Oh yes, fuck, we did it. Cool, das heißt, die haben wir schon mal. Den Schlüssel haben wir. Deswegen ist die eine Tür hier zu. Ja, alles cool. Ah, jetzt geht sie auf, oder was? Deswegen ist, hinten war auch noch ein Weg. Und den möchte ich mir eigentlich nicht entgehen lassen, weil... wer weiß, was sich dahinter alles verbirgt. Da oben ist auch so ein Portal-Ding. Ja, nee, anscheinend ist das so wie in Darksiders 1, das sind so Portale. Aber da kommen wir erst hin, wenn wir unser Portalteil haben. Und wir kriegen in jeder Sektion eigentlich einen neuen Gegenstand. Am Anfang haben wir die Pistole bekommen. Dann haben wir den Greifhaken bekommen. Jetzt haben wir die... jetzt haben wir die Seen, diese zwei Seen-Typen bekommen. Und like, what the fuck? Wo müssen wir eigentlich hin? Muss doch hier irgendwo hin, oder nicht? Ja, und dann als nächstes kriegen wir irgendwas Neues, aber da waren wir ja noch nicht. Vielleicht ist der Boss auch da oben bei der Portaltür. Keine Ahnung, was hier drin ist. What the fuck? Hier geht gleich irgendwas zu. Ich sehe schon. What the fuck? Ja, der ist ja lausig. Den zwiebeln wir weg. What? Boah, Level 5. Geht noch ein Level. Ja, der war jetzt nicht so pralle.
Dinge ist, wir müssen hier alles kaputt machen, alles abchecken. Wir haben ja Zeit. Oh, schon wieder was Lila, ne? Krass, wie viel Lila hier droppt. Heavy, heavy. Nom, nom. Chop, chop. Come on, let's do this. Oh, hier ist auch nur eine Kiste. Hm, Tatsache, anscheinend ist der Typ hinter der Portaltür. Weil hier geht's nicht weiter. Hier waren einfach nur, oder? Oh, vielleicht geht's hier doch weiter. Ich habe nichts gesagt. Ich bin unwürdig. Ich habe mal wieder keine Ahnung, weil ich mir die Maps nicht richtig angucke. Und jetzt können wir... What the fuck? Oh. Oh, witzig. Wo geht's denn hier lang? Oh, what the fuck? Oh Gott. Hier ist nichts, da müssen wir schon untertauchen. Oh mein Gott, das ist schon wieder viel zu viel für mich. Ich bin schon wieder maximal verwirrt. Ich weiß, ich habe da schon wieder eine Kiste und so übersehen, aber die Kiste bringt uns ja nicht zum Boss. Aber vielleicht bringt uns der Weg hier zum Boss. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht sind wir jetzt auch irgendwo auf Biano gelandet und sind wir am Anfang. Das ist ja natürlich nicht best for business, aber hier sieht es mir irgendwie so aus, dass wir hier doch sehr abgeschottet sind vom Rest der Verderbnis. Hier könnte es bosshaft. Ja, absolut. Da ist er, der Bastard. Da hat er uns fast umlaufen. Oh, ich wollte eigentlich nicht. Wieso kann ich meinen Skill nicht machen? Oh mein Gott! Jetzt. So hat er ihn jetzt erst gemacht. Alter, ich glaube nix, Alter. Keine Power, ey. Ich dachte, vielleicht kann ich ihn mit dem B-Knopf auseinandernehmen, aber war nicht einfach so. Ronhold, Hammer! Boom! Get wrecked. Das war auch easy, muss ich sagen. Die sind alle anscheinend Level 10. Ja, die sind halt von Level 10 gedacht, die Typen hier. Boah, das war aber ziemlich schwer, den zu finden, finde ich. Also das war nicht einfach mal so rein. Auch das hat schon... Das schon, oh, schon wieder Lia. Shit, oh, du sollst Level 17. Die sind... Unmöglich. Okay, dann benutzt mal so ein Ding. Krass, krass, krass. Da haben wir die zwei jetzt umgezwiebelt. Die eine Kiste da hinten hole ich mir nicht. Habe ich keinen Bock drauf, Leute. Ah, genau, die haben wir, wollte ich mal angucken. Okay, der Shit. Das dachte ich mir aber schon. Das Ding ist, wir gehen jetzt zu Tane und sagen ihm: Ey, yo, Bitch, wir haben zwei Typen geslayed. Wir wissen, dass der eine noch bei den König in den Hinterlanden ist. Nicht Hinterlande, sondern da, wo wir die ganze Zeit gechillt haben, bei den Skeletten und so. Aber... Beitir wird euch nicht mehr belästigen. Dann hat eine Ära des Blutes und der Klauen ein Ende. Aber du musst noch mehr beweisen. Dass du diese Prüfung überlebt hast, ist ein Zeichen deiner Macht. Und dafür... dass deine Wunden tiefer liegen als in deinem Fleisch. Ronhold ist dahingeschieden. Dann haben wir einen unserer größten Verbündeten verloren. Und? Wen wirst... Boom. Das Ding ist, wir haben jetzt noch den abgesetzten König Schamanen können. Da müssen wir da irgendwas suchen. Der ist mit den Steinen, ist behindert. Das ist alles, wo du halt keinen Tracker hast, finde ich dumm. Ganz ehrlich, Game-Entwickler, das ist einfach dumm. Dann macht einfach wenigstens einen Bereich oder sowas, wo man das finden kann, weil, hey, ich habe keinen Bock, 4 Stunden durch die Map zu laufen, um dann 4 Sachen zu finden und dann 100 DP und 2 Gold zu kriegen, weil das bringt es einfach nicht. Deswegen gehen wir jetzt wieder in die Stadt der Toten. Wir haben 3 Nebenquests geschafft. War gut. Und ja. Sagen... So kann ich nicht schnell reisen. What the fuck?
Why is this happening? Jetzt. Ja. Ich werde doch nicht 3 Stunden im Puff Piano rumlaufen und Steine sammeln. Wer bin ich? Komme ich von der Waldschule oder was? Was ist denn los mit euch? Da ist ein Portal. Da oben müssen wir jetzt wieder hin. Und da kommen wir in ein neues Gebiet. Mal gucken, wie das aussieht. Also wir hatten erstmal eine schöne Prärie. Dann hatten wir den Tod. Da ist noch ein Gebiet. Das ist schon frei. Boah, kann sein, dass das letzte ist. Vielleicht auch nicht. Oh, what the fuck, wir müssen nach rechts. Okay, das heißt, das ist jetzt noch ein Gebiet und dann links öffnet sich noch eins. Oh my goodness, oh my damn. Oh, das Spiel beansprucht ja doch ein paar Stunden. Hätte ich nicht gedacht, finde ich aber gut. Suche den Schlüssel in... Oh, das ist eine schöne Gegend. Das gefällt mir. Finde ich sehr schön bis jetzt. Ich kenne diesen Ort nicht. Wohin hast du mich gebracht? Dieser Ort heißt Ödlicht. Er ist ein Außenposten, weit hinter den Himmelspforten. Und hier halten die Engel den Schlüssel zum Quell der Seelen verborgen. Warum hier? Warum nicht in der Weißen Stadt? Unter den Engeln gibt es einige, die den Schlüssel zu eigenen Zwecken missbrauchen würden. Daher wurde er hier versteckt, um ihn vor deren Plänen zu schützen. So hofften sie zumindest. Okay. Bam bam, Portal, Portal. Brauchen wir nicht. Boah, gorgeous, ey. Sieht richtig geil aus. Cool. Oh, das sieht echt schön aus. Gefällt mir gut. Mal gucken, ob mir die Gegner hier auch so gut gefallen werden. Ich mag Gebiete, die schön hell sind. Finde ich toll. Schön hell. Schöne Farben. Ach, wie geil das aussieht. Boah, das sieht top aus einfach nur. Knackig, sagt man dazu. Oh, was ist da oben? What the fuck? Lol, was war das? Irgendwie beobachtet. Werden wir beobachtet? Oh, eine Kiste. Sofort abgegriffen. Oh, was ist das? Achso, eine Keule. Wie sieht denn die Karte an sich aus? Das geht. Das ist nicht so groß. Elfenbein-Zitadelle. Oh, anscheinend ist das nur so eine... Also es ist schon eine Karte, aber es gibt anscheinend nur einen Weg bis jetzt. Wir fahren hier durch das Tal. Wir reiten. Und dort kommen wir zu diesem... keine Ahnung. Zu diesem Gebäude halt. Oh, hier ist wieder so ein Ding. Das haben wir schon mal gesehen. Was ist denn mit dir los? Oh, hallo. So ein Ding haben wir schon mal gesehen. Bei diesem Wasser, wo wir das Wasser wieder eindingsen mussten. Das Buch hat noch mehr Seiten und Vulgrim noch mehr Schlüssel. Ach, das ist so ein Ding. Boah, da brauchst du 40 Seiten. Fuck you. Oh, what the fuck? Da oben ist doch dieser Stein wieder drüber. Und, boah, da musst du ja... Oh, nee. Das suche ich aber nicht alles. Keine Ahnung, vielleicht gibt es noch eine Bonusfolge, wo ich alles schon gesucht habe und das aufmache. Aber eher fucking unwahrscheinlich. Was geht hier? Oh, das... Wenn man von den Buchseiten gerade spricht. What? Egal. Der Kristallturm. Sieht cool aus.
säubert die Wunde. Oh, die sind verseucht. Reiter! Links, kann ich die ziehen? Macht das Sinn? Na, fallen sie auf den Boden. Das war schon mal was. Noch mehr? Oh shit. Bei Abaddons Auge. Du bist es. Ja, der ist aber nicht von dir. Zu mir, schnell! What? Das ist Knie hier. Nieder vor uns! Knie nieder vor uns, Mama! Ich hab noch neuer! Zu dem Biss, Alter! Er kommt! Du trägst deinen PC, ey! Zur Seite mit dir! Alter, schon wieder ausgehalten ist. Der Reiter kommt! Zerstöre! Alle Gegner müssen schwinden! Viele kommen davon jetzt? Viele? Reiter! Ja. Schilde gerade. Muss mich prägen, so. Muss gerade ein bisschen AOE machen. Nein! Ich möchte nicht. Ich sage nein. Mein Körper gehört mir ganz allein. Nicht genug Zorn. Das ist der letzte. Ich werde auch hier sein. Willkommen in Ödlicht, Reiter. Welch schönes... Von Krieger zu Krieger. Kenne ich dich? Ich bin Nathaniel. Ich kämpfte bei den Toren von Eden an deiner Seite. Ohne deine Klingen wäre ich gestorben. Aber es grämt mich nicht, dass du dich nicht an mich erinnerst. Deine Gedanken waren an diesem Tag bei der Tötung der Nephilim. Du gehörst zur Höllenwache. Früher einmal. Doch jetzt bewache ich das Licht. Und den Archon. Beide findest du im Kristallturm. Doch etwas sagt mir, dass du nicht hier bist, um die Ausstrahlung meines Meisters zu rühmen. Was hat mich verraten? Der Archon ist in dieser Richtung, Reiter. Vielleicht bin ich in anderer Angelegenheit hier. Wenn diese Angelegenheit dich zum Reich der Toten führt, dienst du dem Licht, um diese Schriftrolle zu überbringen. Okay. Und welche Angelegenheit führt dich in das Land der Leichname? Ich suche einen alten Freund, eine verlorene Seele. Welchen besseren Ort gibt es, um nach ihm zu suchen? Bring diese Schriftrolle zum Hof der Untoten, damit sie mir meine Frage beantworten. Ich habe alles, was ein Engel braucht. Hör ich voll die guten Sachen. Deswegen, sie hat nichts Rotes. Das ist Shit einfach. Das... Die sind cool, die nehme ich. Ah, das Exekution sind die Sachen mit B. Boah, das ist sucky. Die sind so selten. Das wird, wenn du bereit. Finde den. Stell mal, ich will die Schuhe anziehen. Machen wir keinen Heisen jetzt. Nicht, dass du mir irgendwas verkaufst und ich kann es nicht anziehen. Boah, die Sachen, die sind echt cool. Boah. Finde den einen, der den Thron bewacht. Er wird meine Antwort haben. Bringt die Schriftrolle zum... Das ist eine Nebenaufgabe jetzt, ne?
Ja, das machen wir dann wieder irgendwann anders, wenn wir wieder hier irgendwie so einen Boss gelegt haben oder so, dann sagen wir, jetzt machen wir eine Entspannungsrunde und dann gehen wir da sein Ding abgeben. Aber gut, wir sind im Ödlicht angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.